Ja, die Nummer 340 und 339 bilden eine Einheit. Ich habe also gesprochen über die innere Selbstversklavung der ganzen AfD-Szene und das Ganzen mehr oder weniger damit, also weniger manchmal davon distanziert, aber mit diesem ganzen Umfeld aus Patriotismus. Ich habe mich ja durch diese Videos gequält. Ja, und fasse nur noch mal zusammen und verweise auf die Nummer 339, die dazugehört, ja. Verweise nur noch mal darauf hin. Also wir im Moment, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft zerstört unser aller Leben, zerstört allerdings auch das Leben wirklich aller Menschen, also unsere heutigen Milliardärskönige, die sozusagen die Nachfolger der früheren Könige sind und die unsere ganze Welt beherrschen, leiden aber auch schrecklich unter der sozialen Marktwirtschaft, denn die soziale Marktwirtschaft als System ist etwas, das ist ja die neue Entdeckung, dass also die soziale Marktwirtschaft als System unser Leben zerstört, ja? Also schaut euch alles an von den zweiten Scientists for Future 2, eine Unterabteilung des World Council of Wise People. Schaut euch da alles an. Und sozusagen, ja, dieser ganze Patriotismus und dieser ganze AfD-Bereich sind leider natürlich vom Bildungsbereich, sind die mehrheitlich natürlich hier links in der Normalverteilung anzusiedeln, extrem ungebildet, extrem naiv, extreme Opfer der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus, extrem so richtig sozusagen, so nach dem Motto, das, was mich die ganze Zeit versklavt und gepeinigt hat und gepeitscht hat, so dass alle meine natürlichen Bedürfnisse unterdrückt wurden, sozusagen, das habe ich jetzt verinnerlicht und ich will jetzt auch nur noch das, was mein Herr zulässt. Und mein Herr, das sind eben nicht die Milliardärskönige, das ist der ganz große Irrtum, immer diese Personifizierung, ja. Das entscheidende große neue Entdeckung in der Wissenschaft ist, dass Systeme an sich quasi fast wie Personen agieren, ja? Das System soziale Marktwirtschaft ist böse. Das System Raubtierkapitalismus ist böse, ja? Und das agiert, als wäre es ein Mensch und zerstört das Leben auch aller Milliardärskönige. Alle sind betroffen, alle werden versklavt durch ein System. Das ist die große neue Entdeckung der Naturwissenschaften, dass auch Systeme quasi wie Organismen, wie hier Menschen foltern können, versklaven können und geistige Gehirnwäschen aussenden und sozusagen. Ja, und wie gesagt, die 339 gibt dazu richtig Aufschluss. Ein letztes, nur ein Gedanke dazu. Ja, also sozusagen das System soziale Marktwirtschaft bedeutet hier, dass hier ein Händler vor 300 bis 400.000 Jahren die Entstehung der Vorformen der sozialen Marktwirtschaft und der Vorformen des heutigen Raubtierkapitalismus sozusagen. Der Händler sozusagen lebt in der Wahrheit und verkauft uns nur das, was uns wirklich etwas bringt und so weiter und manipuliert uns nicht in eine Kaufsucht und Konsumsucht hinein und so weiter. Aber dieser Händler, der glaubt an Irrtümer, zum Beispiel, dass all unser Liebesleben, dieses ganze Kommunen- und Gruppenliebesleben und so weiter, dieses ganze viele Schmusen, dass das eklig sei, widerwärtig, unkeusch, schlecht sei und so weiter. Und dadurch beeinflusst er die Gehirne seiner Kunden sozusagen, unterdrückt, erzeugt in denen Ängste, unterdrückt das und Resultat ist eine erhöhte Kaufsucht und Konsumsucht. Und in der sozialen Marktwirtschaft
Marktwirtschaft leben also die, überleben immer die, die Gehirnwäschen mit uns machen und uns zu einer Selbstunterdrückung aller unserer natürlichen Bedürfnisse anstiften sozusagen und zu Kriegen aufhetzen und so weiter und uns mit krankmachenden künstlichen Chemie-Lebensmitteln vergiften und so weiter und uns dann noch Medikamente verkaufen für viel Geld und so weiter. Also ein ganzes System der Zerstörung von Leben, von Lebensqualität, Langlebigkeit und Gesundheit. Ne? Und das macht das System, denn hier immer der Händler, der sich irrt, macht die größeren Geschäfte, breitet sich aus, sodass wir dann also von Millionen von gewinnbringenden Irrtümern durchmanipuliert werden, während dieser nützliche, brave Händler, wahrheitsorientierte Händler, völlig ausstirbt und von dem auskonkurriert wird und durch dessen Werbeetat völlig platt gemacht wird und zum Aussterben gebracht wird. Der muss seinen Laden nach wenigen Generationen endgültig schließen, ja. Das heißt also, ich verweise auf die Nummer 339, da wird alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Die beiden Nummern gehören zusammen. 339 und 340 bilden eine Einheit. Und studieren zweites Scientist for Future 2, die einzige Chance für die Menschheit. Auch wenn ich fürchte, dass dass einfach die ganze AfD-Szene hier, die ganze AfD-Szene und die ganze Patrioten-Szene einfach so bildungsfern ist und solch einen Mangel an naturwissenschaftlicher Denkfähigkeit hat, dass also diese Menschen, die packen das nicht. Die sind einfach durch und durch ihrer Freiheit beraubte Konsumsklaven des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft und sagen, ja, ich will weiter Sklave sein, ja, es ist ganz toll, weiter Sklave zu sein und das ist auch alles gut so, muss auch alles so bleiben. Na, tschüssi.